Okay, dann gebe ich das Mikro jetzt mal an Christos weiter für die motivierenden Eingangsworte. Okay, das war so nicht abgesprochen. Ja, ich grüße euch. Wir sind jetzt 2007 und ich glaube, die erste Marina war 17. Und die erste Marina war damals 2010. Wer dabei war, kann sich noch erinnern, wir haben das damals gemacht, damit wir uns vernetzen. Damit die einzelnen Landesverbände überhaupt wissen, was der andere macht. Sprich, in 7 Jahren haben wir schon eine Menge erreicht, aber es kann besser werden. Als erstes bin ich begeistert, das ist, glaube ich, die größte Marina, die wir je hatten, von der Anzahl, von den Anmeldungen und von den Räumlichkeiten. Wir waren sonst in meinem Schnitt zwischen 60 und 70 Leute, jetzt sind wir, glaube ich, bei angemeldeten 120 plus Leute. Das heißt, wir haben Interesse. Ich bedanke mich noch bei den Landesverbänden, die ihre AVs für die BTW schon gemacht haben, die teilweise schon die Unterschriften sammeln, vorsorglich. Und wir werden heute ein paar Sachen besprechen, die elementar wichtig sind. Wir werden, ich hoffe zumindest, wir werden hier rausgehen mit einer Motivation und mit Werkzeug in der Hand. Das war so der Plan, den wir hatten. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich beim Orga-Team. Die haben die letzten 4 Monate gefühlt zweimal die Woche miteinander getagt. Also, Applaus, danke. Traditionell machen wir es in der Marina so, eigentlich stand immer der Sekor hier, gut, jetzt bin ich hier. Traditionell haben wir es immer so gemacht, dass wir uns vorgestellt haben. Ich werde jetzt das Mikro weiterreichen und jeder sagt ein paar Worte, von welchen LV er kommt und was seine Motivation ist und so weiter. Fange ich mal mit der Vorstellung an. Ich bin Christos Vingiludis. Ich bin aus dem Bund. Ich bin politischer Geschäftsführer der Piratenpartei Deutschland. Bin seit 2008 dabei. Damals hat es ein bisschen länger gedauert mit Mitgliedschaft, also fast ein Dreivierteljahr. Ich hatte damals einen Gänseck, das war der Püt. Wer ihn noch kennt, weiß, warum es dann so lange gedauert hat. Ja, das habe ich Ihnen auch persönlich gesagt. Das passt schon. Wenn du zuhörst, bitte. Das Bier geht hoffentlich nächstes Mal. Und wir hatten damals viele Visionen, viele Ideen. Teilweise haben wir die auch umgesetzt. Und wir sind auch wichtig. Das ist das Elementarste für mich. Wir sind wichtig und wir arbeiten als Partei sehr fokussiert, was wir vielleicht besser machen können, uns besser zu verkaufen. Aber das werden wir hinkriegen. Davon bin ich überzeugt. Ich werde da mal weitergehen. Astrid, bitte. Ich bin Astrid Semm, politische Geschäftsführerin im LV Bayern und Orga-Team für diese wunderbare Veranstaltung. Mehr sage ich jetzt auch nicht, denn wir sind viele, sonst sind wir bis heute Mittag noch nicht fertig. Ich bin Dietmar Hölscher, ich bin der erste Vorsitzende von Bayern und ich freue mich sehr, hier zu sein und ich denke, wir werden eine tolle Veranstaltung haben, die uns auch weiterbringt. Ja, mein Name ist Martin Collin-Glaser, PÜK-KF auf Twitter. Ich bin der zweite Vorsitzende im LV Bayern, jetzt im letzten Herbst gewählt worden, davor schon einige Zeit auf Bezirks- und Kreisebene unterwegs. Und sehe jetzt auch hier viele neue und erfreulicherweise auch motivierte Gesichter. Hallo, ich bin Pavel Borodan aus Frankfurt. Bei der Bundestagswahl als Kandidierender unterwegs. Also von daher auf der hessischen Liste Platz 2. Und mal schauen, was wir hier bezüglich der Bundestagswahl so ausbaldowern. Ja, guten Morgen. Also mein Name ist Netter. Ich bin auf Netter PC auf Twitter und auch in Mumble mit Netter PC unterwegs. Bin stellvertretender Landesschatzmeister in LV Bayern und meine Hauptaufgabe ist es, Gelder bereitzustellen für die politische Arbeit, die ihr hoffentlich gut macht. Ich bin die Dore, Schatzmeister Landesverband Bayern. Und heute auch mal nicht bloß verwaltungstechnisch hier, sondern auch, wir wollen ja Politik machen. Genau.
Ich bin der Stefan, Beisitzer LV Bayern und stellvertretender Vorstand im BZV Mittelfranken und im KV Buck bin ich auch noch Schatzmeister. Weil es uns ein bisschen, glaube ich, an Personal mangelt und bin auch hier, damit wir uns ein bisschen vorbereiten, dass wir mit BTW was reißen. Also ich bin der Reinhold Deuter, bin hier in meiner Funktion als Wahlkampfkoordinator für die Bundestagswahl. Bin da hoffentlich relativ gut über die Bühne gekriegen. Und wir sehen uns dann alle in Berlin. Ja, hallo, ich bin René Pickert aus Rheinland-Pfalz, Listenplatz 1 und ich habe im letzten Monat den Themenwettbewerb mit organisiert und da werden wir heute Abend auch die Zwischenergebnisse präsentieren, da freue ich mich schon drauf, weil ich habe mir ja gerade sagen lassen, dass wir politische Arbeit machen wollen und bin sehr an Themen interessiert. So, guten Morgen, mein Name ist Falk-Peter Hirschel, ich komme aus Ulm, mache also hier die süddeutsche Reihe gleich mal weiter, Landesverband Baden-Württemberg. Für die, die es nicht mitgekriegt haben, ich wohne 500 Meter neben Bayern. Aber es ist entscheidend, in Baden-Württemberg bin ich... Ja, das ist manchmal wirklich interessant. Bin aus Versehen Listenplatz 2 in der Liste in Baden-Württemberg. Bin da unter anderem Vorsitzender Richter am Landesschiedsgericht, Bundesjustiziar, also wer in den letzten 4 Jahren auf dem BPT war, hat mich als JVD erlebt oder hoffentlich eher nicht. Und jetzt sage ich, machen wir was. So, schönen guten Morgen. Ich bin Anja Hirschel. Ich komme auch aus Ulm. Ja, das ist mein Schätzle. Innerparteilich bin ich die Datenschutzbeauftragte für Baden-Württemberg. Wenn ihr mich in dieser Funktion erreichen wollt, dann bitte unter dem privaten Twitter-Nick Konoichi. Sehr einfach zu schreiben. Und ja, Team Außenwirkung mäßig bin ich Listenplatz 1 Baden-Württemberg zur Bundestagswahl und Direktkandidatin für Ulm-Donau-Kreis und da einfach unter meinem Klarnamen suchen. Das sind die ernsthaften Sachen, die wir dann quasi nach außen heraushauen. Und ich hoffe, wir reißen was. Danke. Martina Rattendorf aus Niedersachsen. Ich bin Stadtrat in Wolfenbüttel und wollte mir das hier mal anschauen. Ich bin Elina Hackendorf und ich komme auch aus Niedersachsen und ich war einfach mal interessiert, wie es hier läuft. Hi, ich bin Katharina Grassler aus Bayern. Ich bin die Bezirksvorsitzende der Oberpfalz, Direktkandidatin im Wahlkreis Regensburg und in Bayern auf Listenplatz 3. Hallo, guten Morgen. Ich bin Claudia, ich komme aus Berlin. Sonst bin ich gerade nichts. Und und doch ein bisschen, ich bin Kulturpiratin und wenn noch andere Kulturpiraten hier sind, dann lasst uns einfach später irgendwann treffen, weil wir müssen was machen, es ist Bundestagswahl. Ja, Thomas Gansko, Tom vom IZH bei Twitter, aktuell 2V in Niedersachsen, Vorsitzender des Stadtverbandes Hannover, Bezirksrat Hannover-Linden-Limmer, Bundeskoordinator für Wahlprüfsteine. Das ist vielleicht eine Information für alle die, die mit Wahlkampfkoordination in den Ländern zu tun haben. Und ansonsten mache ich momentan noch den Bundespressespiegel. Und da bin ich immer auf Input angewiesen, wenn irgendeine Veröffentlichung online-mäßig zu finden ist, wo Piraten erwähnt werden, und zwar im positiven Sinne, dann bitte zu mir damit. Ja, guten Morgen, ich bin Claudia Schumann, auch aus Niedersachsen, vom Kreisverband Hameln-Pyrmont. Ich habe Ämter keine mehr, bin dafür aber seit November im Stadtrat. Im Hamelner Stadtrat, der hat wechselnde Mehrheiten und wir haben das Glück, mit unserer kleinen Fraktion im Moment das Zünglein an der Waage zu sein. Und das ist was, denke ich. Ja, schön. Frank Herrmann, Twitter Herr Frankmann, Landesverband Nordrhein-Westfalen, zurzeit MDL im Landtag. Ich bin hier, um ein bisschen Erfahrung da beizusteuern. Also ich bin im Landtag für Inneres, Flüchtlinge, Polizei, Datenschutz und diese Dinge zuständig. Und wie gesagt, stehe hier für Fragen zur Verfügung und bringe halt hier auch gerne was ein. Und außerdem hoffe ich, dass wir noch ein gutes Programm für den Bundestag zusammenkriegen.
Ja, guten Morgen, mein Name ist Ingo Höft. Ich bin seit 2009 Pirat, seit 2010 im Landesvorstand von Rheinland-Pfalz, schon einige Jahre also, war dort mal politischer Geschäftsführer, Generalsekretär und zurzeit bin ich dort der Schatzmeister. Also bin mir nicht zu schade, auch mal einzuspringen, wenn es schwierig ist, jemanden Wichtiges zu finden. Okay. Ja. Morgen Piraten, ich bin der Gernot, Themenbeauftragter für Sozialpolitik, seit 2012 auch Koordinator der Arbeitsgemeinschaft Bedingungsloses Grundeinkommen und bin im Landesverband Rheinland-Pfalz. Hallo, ich bin Roland Hartung aus Mainz, also auch Landesverband Rheinland-Pfalz. Seit einem guten Dreivierteljahr glücklich ohne Amt. Und ich wollte mir das einfach heute mal angucken. Ja, mein Name ist Michael Weber. Ich bin Stadtverordneter in Marburg seit 2009, also jetzt dritte Legislaturperiode. Habe den Kreisverband damit aufgebaut. Bin Listenplatz 6 auf der Hessenliste, also das schaffen wir ja auf jeden Fall, hoffe ich. Und mache nebenbei privat noch, bin Vorsitzender von Rechenkraft.net, Distributed Computing und mein Ding ist Wissenschaft. Guten Morgen, mein Name ist Judith Kaya, ich bin Beisitzerin LV Hessen, bin seit 2011 dabei und ja, wir rocken es. Frank Lerche, Kreistagsabgeordneter Marburg-Biedenkopf seit März 2016, Schatzmeister Kreisverband Marburg-Biedenkopf, so dass mit Amt und Mandat und nicht mehr zusammen, dafür sind wir einfach zu wenige, befürchte ich. Listenkandidat Platz 3 für Hessen. Gut, reicht das mal. Guten Morgen, mein Name ist Mick Schunke. Jetzt wird gleich wieder lauter, entschuldigt. ja, ich bin nicht mehr Bezirksverordnete in Berlin, sondern ja, war nur Kandidatin und das haben wir leider nicht geschafft, was sehr schade ist. Trotzdem ja, engagiere ich mich weiter in der APO und sehe, dass im Bezirk in Spandau auch was sich bewegt. Und das tue ich mit Kultur, also mit Musik und Kunst, mit kleinen Kunstaktionen. Wer mich auf Facebook kennt, hat bestimmt schon so einiges gesehen. Und ja, ich bin unermüdlich und werde weiter arbeiten im piratischen Sinne. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen heute hier. Hallo, Joscha Henke aus Berlin. Ich bin wie Sie im Landesvorstand und mein Thema ist da Liquid Feedback und die Neuaufsetzung der SMV. Genau, das bin ich. Danke. Ja, hallo, ich bin der Christian aus Thüringen, Schatzmeister der ersten Stunde, mittlerweile Gensig, direkt von Anfang an dabei. Ja, das muss man nicht weitergeben. Morgen, ich bin der Bannert, ich bin Kreistagsmitglied in Gotha und seit vorigem Jahr Landesvorsitzender in Thüringen. So, ich bin Leon aus Thüringen, bin der Polchef. Ja, mein Name ist Steffen Heuer, ich bin stellvertretender Bundesschatzmeister der Piratenpartei und Schatzmeister im Bezirksverband Oberpfalz, Landesverband Bayern. Moin, mein Name ist Miriam Kalipke und ich bin Ersatzrichter in Brandenburg. Ja, guten Morgen. Kai Hamacher aus Brandenburg und Listenplatz 1, Kreisvorsitzender also, oder Regionalverbandsvorsitzender und Stadtverordneter in Fürstenwalde. Hallo, ich bin der Ernst Rohmoser aus Sachsen-Anhalt, Schatzmeister im Landesverband und habe einen kleinen Gemeinderatsposten. Ja. Guten Morgen, ich bin Sandra Zecchino, Adnassine Oftfitter, sitze irgendwie noch in diesem komischen LAFO in Niedersachsen und bin noch nicht wach. Ja, guten Morgen, der Brotter oder Bert, hessischer Gensek und ich mache was Ungewöhnliches, ich interessiere mich diese Wochenende mal für Politik. Ja, Michael Kittlaus, ich sitze auch im Landesverband, im LAFO Hessen, bin Kreistagsabgeordneter und auf Bundesebene einer der Themenbeauftragten. Bin Sebolino, die meisten von euch haben mindestens eine Mail von mir bekommen.
Ich bin Gensek in Frankfurt und Spitzenkandidat jetzt in Hessen und im Assi-Team vom Christos. Ich bin Martin Schütz. Ich bin Martin Schütz, der 1V in der Gesamtgemeinde Hamburg. Moin, ich bin Thomas Michel, Polgef in Hamburg. Ja, hi, ich bin Mie Herbi, ich mache Bundesmitgliederverwaltung und bin in NRW im Moment Teil der Wahlkampfzentrale. Ja, ich bin der Stahlrabe, ich bin Beisitzer im Landesvorstand in NRW. Monika Pieper, ich bin bildungspolitische Sprecherin der Piratenfraktion im Landtag und mache die Main-Orga-Wahlkampforganisation in NRW im Moment. Mein Name ist Lost in Coding, im echten Leben heiße ich Felix, ich bin Vorsitzender der Piratenpartei Münster, Schatzmeister im Bundesvorstand der Jungen Piraten und in dieser Funktion bin ich heute auch hier. Ja, guten Morgen, mein Name ist Stefan Bartels, derzeit Schatzsekretär in Schleswig-Holstein, also Schatzmeister mit Generalsekretärsaufgaben. Hallo, ich bin der Lothar, Bundesschatzmeister. Guten Morgen, Thorsten Rieger vom Landesverband Saarland, bin dort der Gensek. Morgen, ich bin Robin. Ich komme aus Kassel, dem schönsten Fleck von Hessen. Da bin ich stellvertretender Vorsitzender, das mache ich nebenbei auch noch im Landesverband. Und ich bin hier Direktkandidat und in Hessen Listenplatz 4. Moin, Harald Franz, der faire Pirat. Und ich mache immer Dinge im Wahlkampf und auch darüber hinaus und bin auch zweiter stellvertretender Vorsitzender in Nordrhein-Westfalen. Danke. Hallo, ich bin Susanne Reinhardt und verstärke die sächsische Reisegruppe aus Leipzig. Hi, ich bin Lilly, meistens etwas ungehalten, von daher für rituelle Beschimpfungen zuständig. Ansonsten bin ich auch gerade Direktkandidatin und Listenplatz auch noch und in dem progressiven LV Sachsen die einzige Frau, die das macht, im Übrigen. Und ansonsten stadtrate ich noch in Leipzig. Moin, hier ist Ralf Pichler aus Hamburg, bin da zweiter Vorsitzender und derzeit Spitzenkandidat für die Bundestagswahl. Nadine Engelhardt, Bundespresse. Guten Morgen, Christian Blei, ich komme aus Niedersachsen, mein Twitter-Nick ist Falschgeldkind und ich bin im Stadtrat in Braunschweig und im Bezirksrat dort. Thomas Mayer, Ersatzrichter LSG Bayern und Platz 7 auf der Landesliste Bayern. Guten Morgen, Robert Lutz, 2V des LV Sachsen, 2V des KV Chemnitz und Spitzenkandidat der Piraten Sachsen für die Bundestagswahl. Toni Otto, ich folge meinem Vorredner als Listenplatz 2 in Sachsen nach und bin Stadtrat in Chemnitz. Michael Ebner, Bundesschiedsgericht. Das ist jetzt natürlich hart hinter dir anzutreten. Thomas Benühr, Thomas OHV, ich bin seit Sommer 1V in Brandenburg. Ich habe dafür mein Kreistagsmandat an Nummer 2 abgegeben, weil mein Ziel ist, A, Bundestagswahl was zu machen und uns in Brandenburg dann in den Landtag zu bringen. Danke. Katharina Kühnel, seit 2009 erst in Sachsen, jetzt in Brandenburg Pirat, Listenplatz 3 für die Brandenburger. Ich bin Pirat, weil das Ding mit der Aufklärung 2.0 begeistert mich absolut und ich denke, die Piraten sind bisher die einzige gesellschaftliche Kraft, die sowohl können als auch wollen, Wissen verbreiten und teilen und Aufklärung 2.0 so zu vollziehen, dass wirklich alle Menschen mit Guten betrifft. Hallo, ich bin die Baku, zurzeit Beisitzende im Landesvorstand NRW im Kreis Warstein Düsseldorf. Habe noch so ein paar Beauftragungen, da habe ich aber jetzt gerade die Liste nicht dabei. Ich mische mich überall ein im Landesverband. Guten Morgen, mein Name ist Andreas Vivarelli, ich bin der Themenbeauftragte für Drogen- und Suchtpolitik und nehme zum ersten Mal in diesem Jahr bei der Marina Kassel teil und freue mich drauf. Vielen Dank.
Ich bin die Marie Gehling und ich bin Beisitzerin im Landesvorstand Nordrhein-Westfalen. Und ein Plakat mit. Sabine Martini, Sami, im schönen Landesverband Nordrhein-Westfalen, mit dem aussichtsreichen Listenplatz Nummer 16, dafür aber Direktkandidatin in Paderborn und in Paderborn. Werd nicht frech. In Paderborn sitze ich im Kreis. Im Kreistag, ja, abends meistens auch. Und leite da die Fraktion, eine Piratin und zwei Linke. Davon arbeiten zwei. Oliver Burkhardsmeier, ich bin Basispirat aus Baden-Württemberg, Listenkandidat. Steffi Lund, ich komme auch aus Baden-Württemberg, aus Stuttgart und bin auch Basispiratin und hoffe einfach auf gute Vernetzung und einen Fokus für den Wahlkampf und gute Ideen hier. Jan Reininghaus, Generalsekretär aus Rheinland-Pfalz. Joachim Paul, aktuell AK Nick Haflinger auf Twitter und Facebook, aktuell Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen, Sprecher der Fraktion für die Fachbereiche Wirtschaftspolitik, Europapolitik, Hochschulpolitik und Forschungspolitik. Aktuell auch Listenplatz 7 für die kommende Landtagswahl. Und ich bin hier, weil wir Piraten überhaupt gar keine Probleme mit wirklich guter Politik haben, sondern höchstens mit Gruppendynamik. Ja, moin, ich bin der Grumpy, ich bin eigentlich immer noch... Du bist gar nicht dran. Schäm dich, Joachim. Ich gebe mal das Interview. Ja. Also mein Name ist Marie Salm, ich setze mich durch, wie man mir merkt. Zuständig mit für die Bundestagswahlorga. Stellvertretende Vorsitzende in Rheinland-Pfalz, Listenkandidatin, Direktkandidatin. Im Kreisverband Koblenz auch noch Vorsitzende. Ansonsten mache ich noch so ein paar Dinge, aber muss nicht alles erwähnt werden. Ach was. Ich habe die Liste nicht dabei. Jürgen Grothof, Enavigo auf Twitter. Und auch wenn man es nicht sieht, ich habe auch den Hut auf für die Bundeswahlkampforga. Und wir sind also die Idioten, die nicht zum Politikmachen hier sind, sondern die probieren, die Orga so zu leiten, dass ihr Politik machen könnt. Ja, Sir Thomas Mark, irgendwas mit Datenschutz. Ich glaube, ich bin irgendwie auf der rheinland-pfälzischen Liste und Direktkandidat. Und das langt dann auch schon erstmal wieder. Birgit Wenzel. Manche von euch kennen mich von der Bundesparteitagsorga. Aktuell gehöre ich zu den Idioten, danke, mit der Wahlkampforga. Ah ja, auf dem Listenplatz 2 Rheinland-Pfalz. So, Janine Lorenz, Kreisverband Südwestpfalz, Vorsitzende dort und Listenkandidatin in Rheinland-Pfalz. Zweiter Anlauf. Ja, ich bin der Grumpy. Fühle mich immer noch als Basispirat. Fühle mich? Nein, ich bin es eigentlich immer noch. Und obendrein halt der parlamentarische Geschäftsführer der Piratenfraktion im Landtag NRW. Auch wenn die Leute da halt manchmal etwas vorgreifen. Und ich denke mir mal, es ist ein vollgepacktes Jahr und ihr alle hier helft mit, dass wir da richtig rocken. Und ansonsten, ich mache keine regular expressions. Okay. Hallo, ich bin Tobias Stenzler. Ich bin seit vielen Jahren im Bezirksvorstand Oberpfalz. Ansonsten mache ich noch viele IT-Dinge. Auf Bundesebene bin ich jetzt auch noch Beauftragter für Redmine, vielleicht auch noch für den Basisentscheid. Ansonsten arbeite ich auch bei der Bayern IT und kümmere mich dort um alle möglichen Dinge, Diskurs. Und jetzt gleich im Anschluss in Saal 2 werde ich einen Vortrag halten zu Redmine. Und dann direkt im Anschluss, im selben Saal, einen Vortrag zum Basisentscheid, Televotia. Der Vortrag wurde verschoben, also wenn ihr was dazu wissen wollt, direkt im Saal 2, zweiter Slot. Ja, ich bin der Franz aus Brandenburg, Landesschatzmeister, Gensig, Schatzmeister, Regionalverband, Kreistag Oder-Spree,
Stadtverordnetenversammlung Eisenhüttenstadt und Hinterkai Listenplatz 4, weit Hinterkai. Ja, ich bin der Bastian aus Brandenburg, irgendwas mit Datenschutz. Dann nebenbei auch noch 1V vom gallischen Dorf Potsdam. Die letzte Diaspora in der Piratenpartei. Ich hoffe, das geht auch weiter so. Und wünsche mir, dass wir hier eins wirklich hinbekommen, dass wir strategisch, politisch arbeiten. Strategisch und politisch. Dass wir uns ausdenken, wie wir die Dinge nachher umsetzen können. Vielleicht hilft einer oder die eine oder andere Diskussion. Möchtest du zuletzt oder soll ich hier gleich weitergehen? Dass du mich überhaupt fragst, freut mich. Manchmal soll das vorkommen, danke, mit dem Datenschutz freue ich mich immer mehr an. Ihr kennt das. Ich bin der Paki und ich habe gestern schon so viel geredet, insofern gebe ich einfach mal weiter. Ja, morgen. Ich bin der Andro oder Pirat Andro auf Twitter. 2V in NRW. Momentan sind wir da schon kräftig mit der Wahlkampforga, mit der Moni dran. Ich habe es da aufs Plakat gebracht. Ich bin nicht so grimmig, wie ich da aussehe. Sicher? Doch. Und du bist kein Nazi, gell? Nee. Hans-Jörg Roberter, normalerweise unterwegs als Gannibal im Netz, aber man hat mich gezwungen, bei Twitter mitzumachen im Herbst. Und da war der nicht schon besetzt. Da heiße ich jetzt Fleskedemska. Ich mache im Landtag NRW Umwelt, Naturschutz, Klimaschutz, bin auch wieder Listenkandidat Platz 11 für die nächste Landtagswahl und Direktkandidat im Südkreis Brunna. Gleichzeitig kümmere ich mich auch ein bisschen um die Kontakte nach Dänemark, weil ich in Flensburg aufgewachsen bin und Dänisch spreche. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja, moin, mein Name ist Frido, ich komme aus Hamburg. Dort bin ich als Beisitzer im Landesverband und ich bin auch erst der Vorsitzende im Bezirksverband Altona. Unglücklicherweise hat man mich dann zum 5. auf den Listenplatz gewählt und als Direktkandidat in Altona. Bis dann. Entschuldigung. Ja, ich bin Gisela Schröder, auch aus Hamburg, Schatzmeister dort. Ich stehe auch auf der Liste. Ja. Ja, last but not least, mein Name ist Herbert Förster, auf Twitter Herb Foxley, Stadtverordneter in Frankfurt, Mitglied im Kreisverband Frankfurt logischerweise und Landesvorsitzender der Piratenpartei Hessen. Gut, ich bin jetzt ein bisschen positiv überrascht. Wir haben in einer halben Stunde die Vorstellungsrunde hinter uns.